Ja, für viele Frauen ist die Folge der Schwangerschaft, dass die Brust etwas weniger wird, dass unter Umständen Risse im Bereich des Bauches entstehen oder aber auch einfach, dass übermäßige Pfunde zurückbleiben. Und so kommen dann viele Frauen und wünschen sich eben eine Korrektur Brust, Bauch, eventuell auch Fettdepots an Beinen. Das kann man dann je nach Wunsch eben individuell regeln. Das ist eine gute Frage. Man sollte mindestens 6 Monate nach dem Abstillen warten, weil durch die Veränderung des Hormonhaushaltes innerhalb des Körpers kommt es noch zu weiteren Veränderungen. Also 6 Monate danach ist eigentlich, kann man so sagen, dass der Körper einigermaßen die Schwangerschaft verpackt, verdaut hat sozusagen. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, selber auch was zu tun, weil der Körper reagiert natürlich auf Sport, Schwangerschaftsrückbildung, Gymnastik, ja, auch die Bauchmuskeln, die profitieren von Sit-ups, von dadurch, dass die Spannung insgesamt im Körper wieder mehr zunimmt, verbessert sich auch das Körperbild. Und dann anschließend sollten diese Sachen ausgeschöpft werden, diese Methoden, dann kann ein plastischer Chirurg sicherlich dann noch die übrigen Anteile dann verbessern. Ja, fangen wir vielleicht von oben nach unten an. An der Brust kann man natürlich eine Straffung vornehmen, man kann eine Brustverkleinerung vornehmen, man kann eine Brustvergrößerung vornehmen oder man kann die Kombination von Bruststraffung mit Vergrößerung. Das sind so eigentlich alles, was man an der Brust machen kann. Im Bereich des Bauchs sind die Fettabsaugung möglich oder auch die Bauchdeckenstraffung. Ja, Fettabsaugung am häufigsten ist ja die Hüfte beteiligt. Ja. Nach der Schwangerschaft bleibt ein bisschen Fett zurück und das ist auch leider häufig resistent gegen Sportübungen und körperliche Tätigkeit. Dann kann man in dem Bereich was absaugen. Das heißt Hüfte oder kann man auch am Bauch absaugen. Für manche ist es notwendig noch am Oberschenkelinnenseite. Das sind so die typischen Bereiche, die die Frauen stören nach der Schwangerschaft. Zum Beispiel gestern habe ich eine Patientin operiert, da haben wir eine Brustvergrößerung mit einer Straffung kombiniert und zusätzlich eine Bauchdeckenstraffung mit Fettabsaugung. Das ist so eigentlich schon das maximale Paket, was man für einmal schnüren kann. Es empfiehlt sich eher, einzelne Teile zusammenzufassen, also entweder die Brust alleine oder den Bauch alleine. Manchmal, wenn das möglich ist, kann man auch beides kombinieren. Das hängt natürlich auch von der Operation ab. Wenn man jetzt nur eine Fettabsaugung macht, da ist man eigentlich relativ schnell wieder einsatzbereit. Also innerhalb von einer Woche kann man bestimmt wieder zur Arbeit gehen, je nachdem, welche Tätigkeit man hat. Dann bei der Brustvergrößerung mit Straffung sollte man sicherlich so 2 Wochen von der Arbeit aussetzen. Wir empfehlen dann eine Nachkontrolle, dann nach einer Woche nach der Operation und nochmal nach 6 Wochen. Bei der Bauchdeckenstraffung würde ich auch empfehlen, 2 Wochen auszusetzen, weil da kombiniert man unter Umständen auch eine Bauchmuskelkorrektur. Wenn die Muskeln durch die Schwangerschaft auseinandergewichen sind, kann man die auch zusammenbringen. Das ist etwas, was ein bisschen länger Ruhe braucht, auch sportlich gesehen länger Ruhe braucht. Brustvergrößerung, da muss man auch 1, 2 Wochen frei haben. Ja, durch die Schwangerschaft entstehen natürlich Veränderungen am Körper, das ist allen Frauen bewusst. Viele haben aber Sorge, dass durch das Stillen die Brust an Form und Festigkeit verliert. Tatsache ist, und das hat eine Studie hervorgebracht, dass diese Veränderungen auftreten durch die Hormonveränderung und nicht durch das Stillen selber. Das heißt, man sollte die Frauen eher ermutigen zu stillen, weil nicht das Stillen nachteilig ist, sondern diese Hormonveränderung.
Ja, und durch die Schwangerschaft kann es eben Vergrößerung, Verkleinerung, also das ist sehr individuell, was in der Schwangerschaft dann passiert.